So, wir machen heute zusammen Infused Water. Infused heißt so viel wie durchziehen, aufgießen. Ja, also praktisch, wir suchen uns Produkte aus der Natur, die wir in die Karaffe machen und mit Leitungswasser auffüllen. Das zieht dann, weiß nicht, 10 Minuten durch und dann schmeckt man schon was. Ich habe mich jetzt einmal hier entschieden für eine Bio-Zitrone. Wichtig ist bei der, dass drauf steht, dass man die Schale essen kann. Und zwar hier Schale zum Verzehr geeignet. Und die müssen auch immer ungewachst sein. Also wenn die ungewachst sind, kann man die Schale mitessen. Das spürt man auch, wenn man das im Laden anfasst. Also ich habe mich einmal für eine Zitrone entschieden. Dann holen wir gleich zusammen Basilikum und Minze aus dem Garten. Und vielleicht kommt noch ein Stück Wassermelone rein. Mal schauen. So. Immer die obersten Blätter abmachen. So, den Basilikum habe ich gepflückt und jetzt kommt die Minze dran. Und da pflücke ich auch einfach immer ein paar Blätter ab. Die werden dann nochmal gewaschen. So, die spüle ich nochmal ab. Ein bisschen nass, aber man könnte einzeln machen, wenn ich schön nachgetrocknet habe. So, weil ich das jetzt nicht einhändig filmen kann, ich schneide jetzt hier dünne Streifen ab. Ihr könnt die auch nochmal halbieren, aber Streifen sehen dann da schon schöner aus. Das kommt jetzt rein. So. So, dazu habe ich jetzt hier noch ein Stück rausgeschnitten. Das mache ich nochmal klein und das kommt dann auch hier rein. Ich muss das leider so komisch anfassen. Ich habe nämlich ganz böse Schnitte in beiden Daumen. So, und jetzt das Ganze mit Leitungswasser. Ich nehme Zitrone rein, nachdem man Minze oder Wassermelone oder Basilikum schmeckt das Ganze wirklich langsam. Das sieht ganz toll aus. Gut. Sehr schön. Und das gut durchziehen lassen und dann ist